Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück bei uns auf den Server oder bei mir auf den Server. Keine Ahnung, ich habe noch überhaupt keinen Namen für das Projekt, fällt mir gerade ein. Vielleicht ist mir da noch einer in YouTube eingefallen. Auf jeden Fall, willkommen zurück. Wir sind hier wieder da und bauen heute hier ein bisschen. Kann ich hier mal ein bisschen Tag machen? Time, Set, Day, glaube ich. Ja, danke. Wir bauen heute hier ein bisschen an dieser Stelle weiter, habe ich mir so gedacht. Und als erstes bauen wir eine kleine Brücke. Wer hätte das denn erwartet? Und ja, ich bin immer noch in derselben Aufnahme. Das heißt, ich kann euch immer noch nicht sagen, wie mein Silvester war. Aber ich gehe mal davon aus, dass es gut war. Bin mit ein paar Freunden unterwegs. Und dann ist ja schon wieder der zweite heute. Mache ich die zwei breit? Ja, ich denke mal, so eine kleine. Ganz schnucklige Brücke wird da uns ausreichen. Ja, und dann mal gucken, was man, was ich denn so am zweiten noch mache. Ich weiß dann auf jeden Fall, dass ich am Samstag noch baden fahre. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich das alles regeln werde mit den, sieht das cool aus? Ja, mal gucken. Wie ich das regeln werde mit den Vlogs. Ich hatte ja mal einen Vlog gemacht, den habe ich auch gelöscht, weil ich den nicht so cool fand. Ich habe auch einige Videos gelöscht, die ich schon mal angefangen hatte hier. Oder beziehungsweise wo ich selber mir sage, naja gut, das war jetzt nicht wirklich die schönste Unterhaltung oder das schönste Video, was ich je im Leben gemacht habe. Deswegen habe ich auch einige Videos gelöscht. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, wenn ich jetzt hier ein paar Videos habe und da die Viewzahl nicht wirklich passt, aber na gut, was will man machen? Ich muss ja auch mit meinem Content zufrieden sein und naja, immer hin und her, also mal gucken. Es wird jetzt auf jeden Fall besser, hoffe ich. Ich habe schon oft gesagt, aber ich glaube es mittlerweile langsam selber nicht mehr. Aber im Moment läuft das ja. Erste Aufnahme habe ich mir gerade angehört, sieht gut aus und ich baue schon wieder eine Gülle. Ach, hallo Handy, was sich neu startet. Nur Ärger hier heute noch in 2014. Ja, mal gucken. Also mein Jahr war auf jeden Fall relativ cool gewesen. 2014 viel Neues erlebt, viel Neues gesehen. War bei einigen Konzerten gewesen, hab viel gemacht, getan und ich hoffe auch, dass euer Jahr halbwegs zufrieden war. Oder zufriedenstellend war und ihr jetzt im neuen Jahr genauso durchstartet oder genauso viel Erfolg habt oder euch vorgenommen habt oder was auch immer, wie im letzten Jahr. Ist auch immer schön, wenn man dann vielleicht da weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Und ich mache hier jetzt weiter. Naja, das sieht alles. Nee, ach nee. Vielleicht so. Oder so. Oder. So, nee. Wenn, dann müsste es jetzt so runter. Mal einfach gucken, wie das aussieht. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus als mit den blöden Dingern, Bumsen, Dingen da, die ich vorhatte, die Holzdinger. Ja, das kann man schon mal so anbieten. Das kann man doch anbieten, meine Damen und Herren. Oder nicht? Gebt jetzt einen Daumen nach oben, wenn ihr findet, dass ich es anbieten kann. Ich muss definitiv an meinen Humor arbeiten. Mein Humor arbeiten. Das neue Jahr fängt an und es ist einfach immer noch genauso schlecht wie letztes, was ich bringe. Aber na gut, dafür bin ich bekannt oder auch nicht. Ihr wisst es ja noch nicht. Ah, das sieht jetzt auch scheiße aus. Obwohl, das geht eigentlich, aber das. Geht das? Ja, bis hierhin geht's. Aber. Oh, ich mache hier schon wieder alles kaputt. So, was macht man denn mal hier? Macht man denn dann hier so einen fetten rein? Ein fetten Reim, ein fetten Reim. Eigentlich wäre es cool, wenn ich jetzt. Ja, das geht ja aber nicht. Es wäre cool, wenn das jetzt hier anschließt und so runtergehen würde. Das wäre jetzt echt edel. Aber Minecraft ist ja der Meinung, dass das nicht geht. Wie machen wir das? So. Lass uns einfach mal so im Raum stehen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Das.
Ist jetzt erstmal Nebensache. Die schmeißen wir wieder rein. So, und da haben wir jetzt schon innerhalb von kürzester Zeit eine kleine Brücke gebaut. Und jetzt können wir hier sozusagen mit dem Weg weitermachen, den ich jetzt mal einfach, frech wie ich bin, gerade mache. Ah, ich hätte vielleicht mal gucken sollen. Ja, ich mache den Weg gerade. Ich hätte ja vielleicht mal die Brücke ein bisschen beachten sollen. Ja, dann machen wir es erstmal so. So, meine Damen und Herren. Ja, und mal gucken, was uns dieses Jahr noch erwartet. Also ich will eigentlich mir... Ich kann ja mal ein bisschen über meine Pläne reden. So bin ich laut genug. Ich war nämlich in der ersten Aufnahme ein bisschen zu laut. Vielleicht sollte ich das Mikrofon mal noch ein bisschen runterdrehen vom Dings her. Aber das sehen wir dann alles im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ja genau, was ich dieses Jahr so alles geplant habe. Ich will auf jeden Fall noch einige Projekte machen, aber ihr seht ja selber, es ruckelt alles wundervoll hier. Das ist sehr schön, weil, ja, ne, ist halt blöd. Ich brauche einen neuen PC definitiv und dieses Jahr mein Plan ist eigentlich auch einen neuen PC zu kaufen. Aber da muss ich ja, wundervoll. Da muss ich erstmal schauen, inwiefern mein Geld reicht, weil ich bin jetzt ja auch nicht der reichste Mensch. Der reicheste, ja. Ja, ich bin halt nicht VIP-King, hab halt nicht viel Geld, ich bin halt auch nur ein armer Student und muss von dem Geld noch Miete bezahlen und Fahrtkosten bezahlen und so weiter und so fort. Ihr wisst das ja, wenn man ein bisschen alleine lebt, was da an Kosten auf einen zukommen. Und dementsprechend ist das nicht ganz so einfach mal zu sagen, ja, ja, neuer PC kann ich mir jetzt mal kaufen, kostet ja bloß ein paar hundert Euro. Einen ordentlichen Gaming-PC, weil ich will jetzt ja nicht dann wieder irgendwelche Scheiße haben, sondern ich möchte dann schon einen ordentlichen PC zu mir zu Hause stehen haben, auf den ich dann auch ein bisschen mehr zocken kann, besser zocken kann. Das sieht irgendwie scheiße aus, weil irgendwie bin ich heute sehr, sehr kreativ. So kann man das anbieten. Irgendwas mache ich heute verkehrt. Wie habe ich das da oben gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es wird ein neuer PC kommen, hoffentlich. Es wird dann bald vielleicht ein Let's Play, es wird dann dies auf jeden Fall noch ein Let's Play geben. So bin ich jetzt, egal, passt schon, von der Lautstärke her. Es wird ein neues Let's Play geben. Was das sein wird, werdet ihr dann sehen. Beziehungsweise nicht sehen, je nachdem. Aber ich bin mal dann gespannt, wie das dann bei euch ankommt. Ich muss mich da erstmal wieder reinspielen ein bisschen, beziehungsweise erstmal die Einstellungen alle machen. Und wenn das dann läuft, dann können wir ja mal darüber nachdenken, dieses wundervolle Stück Kunst, nenne ich es mal, auf meinen Kanal zu spielen. Und dann schauen wir einfach mal, was uns noch an Spielen dieses Jahr erwartet. Ich hoffe ja, dass mein Bruder bald mal sein PC bekommt, damit ich auch mit meinem Bruder ein bisschen Trackmania spielen kann. Jawohl, wir spielen ein bisschen Trackmania. Ist auch ein richtig schönes Spiel. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Übergang hier machen. Nee, das passt nicht. Außerdem wollte ich ja den den Wald da erweitern. Ich mach's jetzt erstmal so. Auch wenn das nicht schön ist. Eigentlich müsste ich das dann bis hier vormachen. So. Und das vielleicht, ja, es passt erstmal, weil hier kommen wir ja dann in diese Abteilung, wo es hier hinten das normale Bürgerviertel ist. Ich meine, die Brücke ist eigentlich ein bisschen übertrieben für ein normales Bürgerviertel, aber hier ist halt das etwas reichernere Viertel mit Marktplatz und so, und da sind natürlich Steinwege und hier hinten ist alles so ein bisschen kiesig gehalten. Ich kann ja immer mal zwischenzeitlich vielleicht sowas einbauen. So, Tastatur, danke. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen zurechtfinden, weil ich ja jetzt ein Mikrofon mit Mikrofonständer vor mir hängen habe und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich cool, dass ich das jetzt alles so habe. Vielleicht, ich muss mal ausprobieren, ich habe ja noch ein richtig gutes Mikrofon, beziehungsweise wir haben ja noch ein Mikrofon, ein gutes, ein T-Bone. Aber da weiß ich nicht, inwiefern es hellhörig ist. Muss ich mal meinen Bruder fragen, wo wir das rumliegen haben.
Das ist eigentlich Wahnsinn. Ich habe hier 8 Mikrofone, glaube ich, jetzt mittlerweile rumliegen. Shure und T-Bone und AKG-Mics und was weiß ich nicht. Also Equipment habe ich genug. Jetzt das Mischpult halt. Und das habe ich mir nicht mal geholt wegen den Let's Plays, sondern halt wegen meiner Musik. Weil ich nebenbei noch Musik mache. Das ist ja auch noch die nächste Seite der Medaille. Warum öfters mal nicht kommt, weil ich auch noch Musik mache. Aber na gut, das soll uns jetzt hier nicht aufhalten. So, ich setze mal wieder Tag. Und jetzt schaue ich mal, ob ich die Bäume vielleicht hier nochmal ein bisschen versetzen kann. Da bauen wir erstmal die Bäume hier ab. Bäume abbauen. Ich hoffe, das ist alles nicht so laut. Bei mir hört sich das immer alles so laut an. Aber in der Aufnahme geht's eigentlich. Wundervoll. Also die, warum es jetzt wieder klappt, also mit meinen Sound und allem, das liegt auch bloß daran, dass ich von meinem Bruder eine Soundkarte bekommen habe, die er noch rumliegen hatte. Er hatte ja kein PC, wie habe ich ja gerade schon gesagt. Und da hat er gesagt, hier, nimm, werd glücklich. Und ja, ich habe sie genommen und bin glücklich, weil es funktioniert endlich mal so, wie ich mir das vorstelle mit den Stereo-Mix. Vorher war das ja keine Ahnung, was bei meiner Soundkarte der Problem ist, aber es geht. Nein, wo das Problem ist. Wir wollen ja hier nicht gleich ausfallend werden. Im ersten, zweiten Video im neuen Jahr. Ich will auch ein paar Leute anlocken. Deswegen checkt auch immer meine Facebook-Seite auf. Die ist dann alles in den Beschreibungen verlinkt. Also alles Nützliche, wo ihr mich finden könnt, ist in den Dings verbumst. Genau, in der Beschreibung verlinkt. Twitter-Account und so sind zwar eigentlich auf meinen Namen, aber trotzdem könnt ihr mich gerne unter meinen eigenen Namen. Obwohl, na, doch, ja, na, sollte gehen. Ich bin ja eh nicht berühmt und so. Und wenn, dann, wenn ich irgendwann mal berühmt sein sollte, dann ziehe ich halt um. Aber bis dahin ist mir das doch vollkommen bockwurscht, wenn ihr wisst, wo ich wohne. Könnt ihr halt vorbeikommen und bei mir klingeln. Ich mache eh nicht oft. Nee, also wie gesagt, die ganzen Plattformen, Twitter, Twitch und so könnt ihr mich gerne abonnieren, folgen, was auch immer. Bei Twitch wird dann. Ah, ne, ich habe halt eine 7000er Leitung. Das ist erstens das, deswegen lade ich auch so lange hoch. Deswegen ist meine Motivation beim Let's Play auch immer scheiße. Livestreams ist dementsprechend erstens scheiße wegen meinem PC. Ihr seht ja, 14, 15 FPS. PS4 könnte ich rein theoretisch machen, bloß da ist meine Verbindung auch richtig, richtig im Eimer. Das ist wirklich nicht übertrieben. Das ist. Irgendwann habe ich mal schnelles Internet. Also rein theoretisch, ich bin jetzt ja 2 Jahre an meinen Vertrag hier gebunden. Ich bin ja bei Vodafone und rein theoretisch könnte ich dann. Oh ja, dies Jahr. Dies Jahr im September mache ich mir einen neuen Internetvertrag und zwar bei der wundervollen Primacom und dann bekomme ich hier eine wundervolle Leitung von 15.000. Und dann kann ich endlich mal mit schnellem Internet zocken. Vielleicht haben wir dann einen neuen PC und ja, das wäre auf jeden Fall schon mal vorteilhaft, wenn ich hier mal ein bisschen bessere Performance auch unter meinen Arsch habe. Hallo, Netherportal, dass es ein bisschen Spaß macht zu zocken. So, in der nächsten Folge basteln wir dann ein paar Bäume hin. Dann kümmern wir uns um den Park, den ich jetzt dann irgendwie schon zum dritten Mal bearbeite. Aber das soll uns ja nicht stören. Im Moment mache ich hier erstmal ein bisschen alles grün. Ja, so, ein bisschen hier. Vielleicht lasse ich mir noch ein paar Geschichten einfallen hier zu den ganzen Häusern. Soll halt alles etwas mittelalterlich gehalten werden, so angehaucht. Ist der Grundgedanke, die Grundidee. Und dann gucke ich mal, ob ich den Katana Master rankriege, weil mit denen habe ich vor, eine Stadt zu bauen. Mal gucken, ob wir das dann hinbekommen. Der ist nämlich auch genauso faul wie ich, beziehungsweise auch ein Konsolenzocker. Ey, das ist voll schlimm mit uns. Also hier, naja, wie auch immer. Ich muss jetzt erstmal los, weil es ist bald soweit. Ich muss mich jetzt noch duschen und fertig machen. Und dann geht es für mich auch in das neue Jahr. Und das alte Jahr endet für mich jetzt bald um 12 Uhr. Aber wenn diese Folge rausgekommen ist, ist es schon 2 Tage vorbei. Das ist Timeception vom Feinsten. Aber naja, gut.
So ist das hier in der Hut. Wir haben jetzt hier diese wundervolle Brücke mit dem wundervollen Weg gebaut. Das ist Wahnsinn, was ich in dieser Folge geschafft habe. Aber beim nächsten Mal greifen wir voll durch. Wir starten an, dann fisten wir hier alles so richtig. Na gut, ich übertreibe mal nicht. Und sage vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, schaut in die Beschreibung, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Lasst einen Daumen nach oben da, eine Bewertung da, einen Kommentar da, was auch immer. Zeigt, dass ihr da seid, euch meine Videos gefallen. Irgendwie würde mich auf jeden Fall freuen, weil so habe ich dann auch einen Ansporn weiterzumachen. Also, vielen Dank nochmal und ich hoffe, 2015 wird mein Jahr, unser Jahr hier bei Gragosch auf dem Kanal. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Tschüss und macht's gut.